Rautis. Richtig wie es. Ja, sie schließen ab, wenn es geht. Servet. Gut gespielt von Kosoko. Karanovic kommt nicht mehr heran. Aber ein gut herausgespielter Angriff. Überfallartig von Servet. Schon wieder mit Trean. Schnelle Balleroberung. Hier Diallo. Gut gespielt. Und aus dem Hinterhalt Trean um Zentimeter daneben. Das ist die erste wirklich gute Torchance für Servet. Gut rausgespielt. Über Witkiewicz, kein Offside. Karanovic hilft da noch mit. Jacksi wird ausgelassen und dann versucht Trean direkt. Und da fehlt ein Zentimeter. Auf der anderen Seite Musilu. Immer noch Musilu. Und Khelaifi. Hier noch einmal die beste Möglichkeit für Lausanne. Musilu schleicht sich da weg. Aber gut reagiert von Barocca. Einen Moment dann allerdings orientierungslos. Und schließlich wird der Ball doch noch weggeschlagen. Das ist zu wenig für Servet. Auch angesichts der Anstrengungen, die diese Mannschaft unternommen hat über die ganze Spielzeit. Trean und dann Witkiewicz, ist das Tor! Perfekt, Witkiewicz, 1-0. Und das hat Servet verdient. Ein verdientes 1-0. Hier der Pass von Trean in den Rücken der Abwehr und Witkiewicz clever gemacht, an Debonair vorbei zum 1-0. Witkiewicz, Steven Lang, nochmal vor dem Torwart, Karanovic, Trean und Debonair, beinahe das 2-0. Und das noch einmal, dieser Abschlussversuch von Trean. Steven Lang noch einmal, Lang, vorbei, immer noch Lang. Und dann kommt Trean noch einmal ans Leder und kann nicht einschießen. Geoffrey Trean, das 1-0 vorbereitet, das 2-0 zum zweiten Mal in kurzer Zeit verpasst. Also Servet hat sogar die besseren Möglichkeiten nach der Führung. Und dann ist das Spiel zu Ende. Der Tabellenletzte, Servet, gewinnt sein zweites Heimspiel, gewinnt gegen den Lokalrivalen. Er ist im Le Mans Derby. Und die Spieler feiern diesen Sieg. Gewohnt sind sie ja das nicht. Trean und der Torschütze Witkiewicz. Sie feiern diesen verdienten Erfolg. Denn Servet war über das ganze Spiel gesehen die deutlich aktivere Mannschaft.